Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Sex zusammen mit Debitor. Guten Tag zusammen. Oh, war fast Speedrun. Weltrekord gemacht. Krass, Double Time. Anmod. Okay, hau raus. Ja, wir bauen heute das Butania-Gebäude endlich um. Es wird nämlich Zeit. In der letzten Folge, wer sie nicht gesehen hat, unbedingt angucken, haben wir diese überkrasse, superschnelle Giga-Anlage gebaut mit Ticker Celebraten, die ganz schnelle Sachen bauen. Ist sehr, sehr nice. Und damit die nicht in diesem Gebäude hier verwahrlosen müssen, werden wir das Gebäude ein bisschen schöner machen. Der Plan ist, dass wir unten alles ein bisschen verwuchert, naturbelassen, naturübernommen bauen. Nach oben hin wird es dann moderner und ganz oben ist ein modernes Penthouse, um das ich mich kümmern werde. Und Peter kümmert sich um die Brücke erstmal, weil ich finde blöd, dass die hier runter geht. Da ging die auch nochmal weiter runter. Und wir machen, dass der Übergang ein bisschen smoother ist, hier auf der anderen Seite Fahrstühle rein, weil sonst kriegt man das, glaube ich, mit dem Höhenunterschied nicht hin. Außer man würde das ganze Haus um zwei Blöcke hochsetzen. Das lassen wir aber, oder? Könnten wir aber machen. Könnten wir aber tun. Na, ich jetzt, weiß wo du das so sagst. Dann wäre es nicht perfekt auf einer Höhe. Aber wäre schon, glaube ich, krass, ne? Fahrstuhl ist okay. Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen die neuen Fahrstühle, ne? Auch Blocksdinger, und ich beeile mich hier mit der Brücke, damit ich dir auch relativ fix helfen kann mit deinem Ding da hinten. Also Peter, wenn ich das jetzt so sehe, dann sieht das so aus, als wäre die Brücke davor perfekt gewesen. Und jetzt ist sie zwei Blöcke zu hoch. Wieso war die vorher perfekt gewesen? Wir machen die Treppe auf der einen Seite weg, um sie bei der anderen dran zu bauen. Ja, aber eigentlich wollte ich ja in das Gebäude hier reinkommen. Das ist ja auch blöd. Dann geht der Fahrstuhl ja quasi in die Terrasse rein. Das ist ja auch nicht so cool, oder? Nee. Aber das Penthouse hat einen eigenen Fahrstuhl. Das soll man doch nicht von dieser komischen... Weißt du, da wohnt doch das niedere Volk in dem Nicht-Penthouse. Stimmt, da arbeitet nur das, ne? Das niedere Volk. Genau. Können wir nicht hier so eine Klappe machen? Warte, wird besser. Trapdoor? Guck mal, ich habe die Idee, Heiko. Oh nein. So kommt man hier rein. Ah ja, guck. Sehr gut, sehr gut. Oh, perfekt. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Kannst du das einmal machen, damit man das auch von der anderen Perspektive aussieht? Schreib ganz gerne mal rein, wie ihr das findet. Schreib bitte rein, dass das nicht gut ist. Komm, mach mal. Achtung, ich demonstriere. Huch. Hä, wo bist du wieder hin? Bist du im Turm oder was? Ich bin im Turm. Guten Tag. So, ich demonstriere. Gerade hier rübergekommen. Boah, krasse Reaktorarbeit gemacht. Zack. Und rein. Rein in die Olga. Okay. Muss jetzt noch ein bisschen smoother machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Oh, der war perfekt. Vielleicht überlegen wir uns das mit dem Haus hochsetzen nochmal. Vielleicht machen wir den Versatz auch hinten hin. Wir setzen das andere Haus einfach zwei Blöcke hoch. Das sieht wir cool machen aus. Den Versatz woanders hin. Ja, nicht? Okay, warte. Jetzt müssen wir nur gucken. Oben ist ja modern und hier in der Mitte ist halt ein bisschen alt. Und gibt es gutes Glas von Botania, was Sinn macht? Oder eher so, gibt es kaputtes Glas? Obwohl das andere Glas ist gut, oder? Es gibt Mana-Glas. Das ist ganz cool eigentlich. Mana-Glas? Mana-Glas finde ich immer nice. Warum? Weil da Mana drin ist? Nö, es sieht halt schick aus, ne? Okay, okay. Ja, dann. So, na, dann wenn das so ist. Planks. Aber dazu später mehr halt. So, ich baue mal eben hier so ein Ding nochmal rein, so ein bisschen Boden. Ja, ja, mach mal. Ist auch wichtig, der Boden ist wichtig auch. Ja, zumindest, dass wir wissen, wo die nächste Ebene ist, ne? Genau. Building Tool hast du? Das Building Gadget, oder wie? Ja, ja, genau. Obwohl, brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche nur eine Ebene zum Checken. Aber mit der Brücke, ey, die lässt mich nicht schlafen. Schreib mal ganz gerne Tipps rein, wo die hin soll. Vielleicht kann die auch weg. Wie geht das denn gut? Die können wir auch wegmachen eigentlich, oder? Die Brücke? Wieso? Ja, die reißen wir einfach ab. Dann ist das für sich und der Botania-Gebäude. Also, ich meine, ja, aber... Oder man macht quasi, dass wir die Brücke sprengen mussten, weil sonst diese Wucherung in unser Haupthaus gegangen wäre. Ah, das ist so corrupted dann, ne? Ja, corrupted, bestes Ding. Ah, ja, stimmt. Ach, da war sogar was. Oh, war nur da. Oh, zum Glück war das nur ein Traum. Was hat er denn jetzt? Ah, jetzt ist schon wieder irgendwas ausgetauscht. Oh nein. Gleich drehen wir uns um und das ganze Haus sieht total crap aus. Überall so kleine Flecken drin. Hä? Einfach so überall alles kaputt.
Oh, warte wir mal. Kommen. Was war los? Ich überlege gerade, ob wir hier bodentiefe Fenster nehmen oder. Ich glaube, ah, die gibt es leider nur im Penthouse. Ach, hier nicht oder was? Was ist das denn? Nee, nee, da nicht. Und die Angle. Die Angle-Balkon machen wir auch weg. Die Angle-Balkon? Die Angle-Balkon kommt weg. Keine gute Balkon. Das hier wird ein Pool. Echt? Glaube ich schon. Noch ein Pool? Wir haben zwei. Ah ne, das eine ist ja Aquarium-Pool. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Mal gucken. Wir nehmen jetzt mal Bricks mit ein paar kaputten Bricks. Und Blätter und Holz, glaube ich, noch. Nehmen wir da auch Living Wood? Ja. Ja, wir gucken mal. Einfach wir müssen hier allerdings noch ein bisschen was wegmachen. Das ist auch wichtig, tatsächlich. Ja, natürlich. Ja, wirklich. Ja, ja, genau. Oh, das stimmt ja jetzt aber nicht, ne? Nee, nee, auf keinen Fall. Denn hier. Ja, da doch, so passt. Ja, das ist gut. Ich glaube, da geht. Nice, sehr gut. Muss halt gucken, Angst ob das wirklich passt. Oh nein, genau. Das habe ich Planks benutzt. Das ist natürlich ein Anfängerfehler. Das sollte keiner machen. Spiel dieses Spiel niemals nach 3 Uhr nachts. War das gruselig. Ich glaube, das mache ich mir. Ich glaube, davon mache ich mal ein Video. Aber ich weiß nicht, wie lange ich da spielen muss, bis das kommt. Das kommt einfach um 3 Uhr nachts. Ja. Aber da habe ich so, um die Uhrzeit spiele ich halt nie, ne? Das stimmt. So, da bin ich in meinem Bett. Es ist nicht gut, lange war. Also, manchmal schon. So. Bleib niemals lange wach. Ja, was denn? Nee, nee, ich finde halt immer witzig, wie sich manche Leute das cool finden, wenn die halt die ganze Nacht durchgemacht haben. Finde ich gar nicht so geil. Ich bin lieber morgens früh wach und spiele dann. Da hat man seine Ruhe. Ja, aber manchmal hat man auch nachts Ruhe. Ja, ja, aber dann, was denn? Wenn keine Ahnung, eine Mutter hast, die dich dann nervt oder wenn du irgendwas hast, dann oder die laut ist und dann anfängt zu saugen in deinem Zimmer vielleicht. Oh, das ist frech. Dann denkst du dir, boah, ey, warum habe ich nur so lange gespielt? Weißt du, was ja, ich meine? Das ist cool. Ich weiß, was du meinst. Sehr gut. So, warte, ich mach mal so. Das ist jetzt nur nochmal zum Gucken. Ne? Wir brauchen auch noch ein bisschen Cracked Stone von dem Zeug. Dann geht das Holz natürlich auch ein bisschen raus. Wir brauchen... Ha. Ha. Hm. Was ist los? Ich war nur irritiert. Wie macht man den Cracked Cobblestone? Cracked. Du musst den nehmen und dann mit so einem 3x3 Hammer draufhauen. Nein, sag mal jetzt. Komm. Ah, den muss er nur mal braten. Was ist das denn? Ja, weil die Hitze den dann praktisch, weißt du, der kann das nicht ab und dann explodiert er. Kaputt bricht. Ja, ja, kenne ich. Wie beim Lagerfeuer. Ah. Das auch bricht. Achso, ja, ja, okay, das Holz bricht. Ja, genau. Das er bricht. So, ach, ich weiß nicht, das kennt ihr wieder leer, glaube ich. Findest du dich schön? Dann mach neu. Nee, nee, das wird schön, aber das wird speziell. Speziell schön, sagst du? Das Spezialwort dafür ist cozy. Was heißt cozy? So, schnuggelig. Cool, gechillt. Okay. Weißt du, wenn du cozy bist, so in der Decke eingewickelt, regnet draußen, bin Tee hier, Lagerfeuer oder Feuerplatz brennt. Nicht ab, sondern das Feuer an. Feuerplatz brennt, nicht ab. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, aber ich weiß auch, was du meinst. Ach, sehr gut. Hört sich gut an, hört sich gut an. So, jetzt machen wir hier nochmal ein paar Living Woods. Sorry dafür. Haben wir denn Blätter? Wir brauchen Unmengen an Blätter für dieses Gebäude. Ja, das stimmt. Tallelächlich. Tallelächlich. Da. Aber wie können wir erfahren? Es ist auch immer wichtig, dass wir genug Blätter haben. Vielleicht sollten wir uns mal eine automatische Blätteranlage bauen. Geht das hier? Eine automatische Blätter- und Fensanlage. Warum eine Fensanlage? Ja, damit wir immer genug Zäune haben. Ja, ich weiß, wegen Büsche. Okay. Ich weiß doch, Heiko, ich weiß. Sehr gut. Peter, immer sehr aufmerksam dabei. Dankeschön. Oh! BTF? Was denn? Ein Schmetterling. Oh nein, abgelenkt schon wieder? Krass ist das. Ah, das war der Joke davon. Sehr gut gemacht. Und Fokus. Ja. So, jetzt brauchen wir ein paar Bricks. Ich bin gespannt, was du da unten machst gleich. Ja, ne? Ich gerade auch. Leider bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ich bin auch gespannt, was ich hier mache.
Ich guck gleich das mal. Das möchte man immer hören. Ja, genau. Auch von den Handwerkern, wenn sie bei dir sind. Und wie läuft so? Ah, die Heizkörper passen irgendwie nicht so. Aber ich mach das schon, ich mach das schon. Ah, okay. Also wenn euer Heizung, wenn ihr eine Heizung kauft, Tipp vom Pro, und der Handwerker sagt, ah, irgendwie passen die gar nicht so richtig, dann müsst ihr sagen, stopp, die alten wieder rein. So, sonst kläre ich mit dem Chef. So, nicht bauen lassen, wenn er das sagt. Bitte, tut's nicht. Peter spricht aus Erfahrung. Ja, das hat voll viel Spaß gemacht. Er war 6-mal, glaube ich, hier. Ich warte noch auf die Endrechnung. Ich habe gesagt, er soll jetzt die Endrechnung fertig machen, obwohl eine Heizung noch kaputt ist. Aber ich habe gesagt, komm, mach die jetzt fertig. Ich habe keine Lust mehr. Bitte. Gib jetzt. Bitte, gib genug. Jetzt. Genug. Lex. Oh, wie Lex? Schon wieder ein Problem. Lex, nee, nee. Kein Blackstained Glass haben wir tatsächlich. Ah, Blackst. Mossy Stonebricks nur bis Höhe 2 am besten oder auch nur um die Holzelemente, sonst passt es einfach nicht. Ich brauche jetzt mal ein paar Blätter. Ah, können wir so ein Design Guide machen, Peter? Design Guide? Boah, ich glaube, damit habe ich mir echt zu wenig. Ist? Ja, wäre super geil. Echt zu wenig beschäftigt mit. Mit was? Mit Design Guides. Warum? Ja, weil manche Sachen, da gucke ich mir immer so an, so, boah, die können aber voll gut bauen und dann will ich das nachbauen und dann sieht das halt anders aus. Ach so. Boah, es hat gerade super krass geleckt bei mir und dann hatte ich Angst, dass ich jetzt was anderes abbaue. Ist aber nicht passiert. Leckt aber nicht mehr gerade, oder? Ich glaube nicht, nee. Okay, dann geht's. Warte. Du darfst allerdings jetzt gleich nicht in den Vorgarten gucken von unserem Haus. Echt nicht? Nee. Der ist ja auch noch nicht so gut hier. Bin kritisch. Oh, warte mal, eine Schere geht auch mit Wine Miner, oder? Mit Ultimine, oder? Ach, jetzt hab ich selber das Schmutzwort gesagt. Haha! Da habe ich dein Brain umprogrammiert. Das ist so geil, weißt du? Jetzt guckst du hier so zur anderen Seite, zum Ufer, und da stehen jetzt einfach nur eine Holzstämme. Ah, nee, da stehen coole Bäume, Heiko. What? Oh. Da stehen coole Bäume. Der hat die alle weggemacht. Hab ich gar nicht. Oh, ich hab's gehört. Was? Bist du etwa auch im Buschmodus, Peter? Ich bin im Buschmodus. Bist du auch im Buschmodus? Ich bin immer im Buschmodus. Okay. Hört sich aber nicht so der cool kommt an. Sogar weg. Achso, du machst aber Buschmodus mit Fences, oder? Vielleicht. Ja, ich halt nicht. Das ist doch geheim. Ich mache Real-Life-Büsche. Also richtige Büsche mache ich. Meine Büsche zählen nicht, oder wie? Ja, die sind ja nicht natürlich gewachsen. Du hast die von natürlichen weggerissen und pflanzt sie gerade nicht natürlich nach. Nein, das ist jetzt aber Quatsch. Das ist doch voll falsch. Das ist aber gemein, dass du das sagst. Ich glaube, das hier oben wird irgendwie eher eine Kunstgalerie, habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, die zweite Etage soll ja auch eine Galerie werden, ne? Ah, dann ist das unten die Kunstgalerie und hier oben wohnt der Kunstliebhaber. Aha. Oder der Künstler, je nachdem. Geht auch. Der geht dann immer auf seine Terrasse mit Ausblick auf den Tempel und zeichnet ein neues Gemälde. Vom Tempel. Sollen wir nicht so ein Bild implementieren, wo die, was hier steht so, jetzt habe ich da ein Ding angeguckt, was hier steht so oder was hier hängt von dem Tempel, wo dann ein Bild ist von dem Tempel, wo einer drauf guckt in dem Tempel. So Tempelception, weißt du? Oh, das klingt cool. Okay, vielleicht auch nicht. Okay. Jetzt hat er vorzeitig geguckt. Ach, sorry. Da wäre ich jetzt manchmal gerne so ein 8-jähriges, trotziges Kind, was jetzt so richtig pisst ist. Ja, aber nur weil es von seinen Eltern nicht verstanden wurde, ist das pisst. Nee, weil du geguckt hast. Ja, kann auch sein. Das soll eine Überraschung sein. Soll's auch. Livingstone. So wenig Livingstone haben wir. Living Rock, das aber ist gemein. Ah, was machen wir denn da? Eigentlich habe ich die Anlage schon umgebaut. Ah ja, super geiler Move, Peter. Was passiert? Ja, ich habe natürlich eingestellt, dass er den nicht abbauen soll. Das stimmt. Living. Da ist einer. Nice. Okay, jetzt mit dem Käse drauf. Jetzt geht's. Endlich. Aber das ist ja jetzt komisch. Warum? Das irgendwie nicht so viel Sinn macht. Ja, aber das macht ja dann auch keinen Sinn, ne? So, sollen wir jetzt mal gucken?
Wie, beim anderen gucken? Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht so viel geschafft. Also, wie immer eigentlich. Ich habe natürlich auch Brücke gebaut, darf man nicht vergessen. Ja. Also, ich habe natürlich auch sinnige Sachen gemacht nebenbei. So, Und Brücke ich halt nicht, oder gebaut. wie? Doch, doch, du auch. Du natürlich auch, Heiko. Darf man nicht vergessen. Schon sagen. Okay, das hier gefällt mir so gar nicht. So, warte, einmal noch. Zack. Das kommt, glaube ich, mehr oben hin, zum Penthouse hin. Eigentlich wäre es für die Sachen wäre es eigentlich immer cool, so eine Doppelfolge zu haben. Ja, eigentlich schon. Wollten wir schon ewig wieder machen, ne? Aber du nimmst ja nicht auf. Du hast nicht aufgenommen. Sollen wir jetzt das machen, was wir letztes Mal geübt haben, oder wie? Oh, was haben wir denn da geübt? Ah, Peter, stimmt. Ich hab's leider vergessen. Sehr gut. So, warte, wir Ja, brauchen das jetzt ist doch noch. schön. Ich nehme jetzt aber erstmal Steel Framed. Ah, du hast sogar noch welche übergelassen. Das ist aber nett von dir, Heiko. Ja klar, was hast du denn gedacht? Ich brauche ja auch noch dein, deine, ihr, dein Vorschlag hier. Deine. Warte. Okay. Weil eigentlich ist das Glas schon ganz geil. Wenn Denn jetzt hier hier noch hin, ein Mann. Kaminzimmer drin ist, ist das super cool. Was ist das Hä? denn? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Super komisch, oder? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, was er tut. Und ich glaube, da muss noch Erde hin an der Stelle. Und mehr Büsche. Muss sie dir aus dem Meer? Nee, nee. Sind nur salzig. Haha, salty. Okay, bin fertig. Ja? Sollen wir mal gucken? Also, oh mein Gott, warte, warte, warte. Ich weiß, was gefehlt hat. Warte also noch kurz. Ja. Also ist halt noch nicht so ganz fertig, aber ein bisschen. Okay. Okay, warte. Und Ja, man von mir darf aus kannst du natürlich hochkommen. nicht vergessen. Ja, warte, warte, ich bin sofort fertig. Wir sind natürlich auch noch kaputte Bricks, so. So ist es. So, die kleinen, aber feinen Unterschiede in dieser Fassade. Okay. Bin komme. Also, ich Ja. muss sagen, die Brücke oder der Eingang zu dem Penthouse ist natürlich awesome, muss ich sagen. Die hast du auch gebaut, ne? Ja, das ist der Hammer. Ich glaube, die Brücke kommt weg. Schreib rein, wer das findet. Okay, hier ist das Penthouse. Das ist sehr So. quadratisch, muss man sagen. Oh, das ist Ja, aber schön ja. hier. Ja, das ist die cozy Ecke, die cozy Ecke. Ah, nicht schlecht. Eigentlich würde da ein Beanbag hinkommen. Dass man hier so chillt und hier hinter dir hast du eine Bücherregale und dann sitzt du hier und dann prasselt der Regen auf dieses wunderbare Dach. Oh, und die Blitze schlagen ein in diese Antenne, die dir über deinen Ja, Kopf hängt. die schlagen ein. Achso, und hier machst du noch so, ne? Okay, gut, 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 Ja, gut. da weiß ich noch nicht. Entweder kommt hier, oh, ich glaube, hier kommt sogar noch mal ein Haus hin. Ja, so ein Gartenhaus. Ja, genau, so ein Gartenhaus. Und hier drüben ist, glaube ich, dann Pool später. Ah ja. Das ist einfach Terrasse dann. Pool, und den Pool können wir ins Haus integrieren. Dann läuft einfach so ein Wasserfall im Haus runter. Stimmt, gute Idee. Okay, ich komm gucken. Oh, boah, Also das ist aber ist. schon sehr gut geworden. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Ich habe halt verschiedene Blocksorten kombiniert mit Mossy Stone Bricks, Stone Bricks und Crack Bricks. Also Und, den finde ich ein bisschen zu hoch, den würde ich runterschneiden, ja, ein bisschen müssen wir halt schneiden. weil der ragt aufs Nachbargrundstück gerade rüber. Ah, echt? Ah, da müssen wir echt mal fragen wegen dem Nachbar noch, ob der den nicht schneiden kann. Nicht, dass der da draufhaut. Aber so, ich glaube, so im Style soll es werden. Ich glaube, wir brauchen bald wieder einen Livestream, um einfach das zu bauen. Ja. Und zum Beispiel auch das, wie ME-System-Zeug zu suchen, wollten wir auch nochmal machen. Ist Auf echt jeden sehr Fall. schön geworden, Peter. Oh, Dankeschön. Bin Schreibt ganz gerne begeistert. rein, wer das findet. Aber das muss natürlich auf dem gesamten Haus sein. Also, haut da rein und bis zum nächsten Part. Tschüss! Tschüss.